Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie in einem unserer letzten Videos schon angekündigt, werden wir uns auf die Suche nach einigen Immobilien hier in Zypern begeben. Wir haben es heute endlich geschafft und sind auf den Weg nach Paphos respektive Polis gemacht. Und wir werden uns heute drei Immobilien in den verschiedensten Preisklassen anschauen, um einfach mal zu sehen, was bekommt man hier in Zypern für sein Geld. Aber alles weitere direkt nach dem Intro. Die erste Station hier in Polis ist ein richtig schöner, kleiner und gemütlicher Komplex, so circa 5 Minuten von der Innenstadt von Polis entfernt. Das Ganze nennt sich Akamantis Gardens. Hier gibt es einen Komplex mit einigen Apartments. Es gibt auch ein paar Villas hier, aber wir werden uns heute mal so ein One-Bedroom-Apartment anschauen. Ein richtiges Cozy-Apartment. Das ist dann auch eher auf der günstigeren Seite angesiedelt. Und was man hier für sein Geld bekommt, das checken wir jetzt direkt aus. Wir haben uns jetzt schnell den Schlüssel gecheckt und jetzt geht es auch gleich direkt drauf in die Wohnung. Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben hier einen Lift und das lassen wir aber. Wir gehen direkt drauf. Hereinspaziert. Das erste Apartment, das wir euch heute zeigen, hat 52 Quadratmeter plus 23 Quadratmeter Terrasse. Wie man sieht, ist es unmöbliert. Wir werden euch aber auch gleich im Anschluss ein ähnliches Apartment noch möbliert zeigen. Das ist jetzt nicht zum Verkauf, dieses hier steht zum Verkauf. Ich möchte auch nochmal Danke sagen zu unserem Kollegen Odi von Leptos Real Estates. Leptos ist ja einer der größten Bauträger hier auf Zypern. Die sind nicht nur Bauträger, sondern auch Makler, und die haben uns das heute quasi ermöglicht, dass wir uns hier ein paar Wohnungen anschauen. Und für den Preis, den ich auch gleich dazu sagen möchte, ist das hier ein ziemlich guter Schnapper. Wir haben eine sehr, sehr gute Lage, wie schon gesagt, 5 Minuten außerhalb von Polis. Ist zwar sehr, sehr ruhig, aber wenn man das mag, speziell so wie wir, Christine und ich, wir mögen es ja gerne etwas ruhiger, ist das was ganz, ganz Schönes. Man sieht auch hier, wir sind hier 2-3 Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Wir haben hier eine komplette Poolanlage, also zur Gemeinschaftsnutzung. Das ist alles inkludiert. Das Apartment selbst ist ein One-Bedroom-Apartment, also jetzt ist nicht das größte. Wie gesagt, 52 Quadratmeter. Zu zweit lässt sich es natürlich aushalten. Aber ich würde sagen, wir schauen mal kurz rein, dass wir so ein Overview bekommen. So, auf den ersten Blick sieht das alles ganz gut aus. Sind vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die hier zu machen werden. Ich meine, man darf nicht vergessen, dieser Komplex wurde gebaut im Jahr 2008, ist jetzt also auch schon 14 Jahre alt, aber dafür sieht es sehr, sehr gut aus. Was mir sehr gut gefällt, das ist die Küche hier, also die kommt mit, so wie sie ist, ohne Einbaugeräte. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir oben sind. Es gibt auch so Möbelpakete, die man hier mitkaufen kann. Und für die Größe hier von der Wohnung ist die Küche sehr, sehr gut aufgeteilt, also man hat hier keinen ungenutzten Stauraum. Wir sehen das, wir haben das sehr, sehr oft in Dubai gesehen, dass die Küchen katastrophal geplant waren. Das ist hier nicht so. Also gefällt mir ganz, ganz gut, sehr gut aufgeteilt. Hier haben wir ein Bad mit Badewanne. Fliesen sind halt jetzt Geschmackssache, sind schon ein bisschen älter, aber ist alles sehr, sehr sauber. Hier haben wir noch ein paar, so einen kleinen Einbauschrank. Oder wir haben hier sogar eine Steckdose im Bad. Das ist für Zypern-Verhältnisse eher ungewöhnlich. Also wir hatten, ich habe jetzt schon in einigen Wohnungen und Häusern hier auf Zypern gelebt, aber hier, wir hatten noch nie eine Steckdose im WC bzw. im Bad. Was werden wir hier haben? So 6-7 Quadratmeter, denke ich. Also ist ein schönes, kleines, feines Bad. Und wenn wir dann hier rausgehen und dann in den Nordflügel rein, sind wir hier im Schlafzimmer. Ist auch ein kleines, aber feines Schlafzimmer. So 12, 13 Quadratmeter groß, direkt mit Zugang auf die Terrasse, wunderschöner Meerblick, Blick auf den Pool. Was will man eigentlich mehr? Ein Einbauschrank haben wir auch hier. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist gut gemacht. Auch hier kein Schimmel. Alles sehr sauber.
Und was ich ja ganz witzig finde, das sind immer diese Schiebetüren hier. Ich glaube, da gibt es einen Hersteller, der für ganz Zypern überall dieselben Schiebetüren macht. Wir haben auch exakt dieselbe in unserem aktuellen Haus. In unserem letzten Haus hatten wir die auch. Also wer hier auf Zypern mit einer Fensterqualität von Österreich oder Deutschland rechnet, den muss ich ganz klar enttäuschen. Braucht man aber hier auch nicht. Also wir haben ja keine Minusgrade hier im Winter, von dem her ist das dann schon ganz okay. Was wir hier nicht haben, das ist eine Klimaanlage. Das heißt, hier würde ich absolut überlegen, mir noch eine Klimaanlage einzubauen, aber das kostet nicht die Welt. Okay, wie gesagt, das ist nur ein kleines Apartment, das heißt, dauert die Tour auch nicht so lang. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einen Stock höher. Da haben wir ein ähnliches Layout, aber voll möbliert. Dann könnt ihr euch ein bisschen was vorstellen, wie das Ganze im möblierten Zustand dann ausschaut. Was ich wirklich cool finde, ist, dass wir uns die Immobilien heute alleine besichtigen können. Das heißt, wir haben hier keinen Makler im Nacken, der uns irgendwas verkaufen will. Und somit können wir auch ein bisschen genauer schauen. So, hereinspaziert. Man sieht hier, ist ein ähnliches Layout, nur auf die Seite raus. Hier ist das Ganze möbliert. Wie uns mitgeteilt wurde, kann man so ein Einrichtungsset, ich habe es gerade früher schon angeschnitten, für knapp 10.000 Euro mit dazu kaufen. Du hast dann alles dabei, vom Bett über die Couch, über den Tisch, über die Küchengeräte, alles mit dabei. Und ja, ach, schauen wir einfach mal den Ausblick an, das ist schon nice hier. Gehen wir mal raus, die Terrasse ist hier ein bisschen größer, die unten ist ein bisschen kleiner, aber ansonsten haben wir hier fast dasselbe Layout. Möbliertes Schlafzimmer, sieht auch richtig nice aus. Badezimmer ist auch ziemlich ähnlich, hier ist es ein bisschen kleiner, aber sehr, sehr schön, muss man sagen. Absolut nice, hier haben wir auch wieder die Steckdose, Einbauschränke. Wir haben hier auch noch einen Balkon auf die andere Seite raus. Die Küche ist hier leicht anders aufgebaut als unten. Sie ist ein bisschen größer, eine Spur moderner. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Auf alle Fälle ist sie auch sehr, sehr geräumig, gut aufgeteilt. Aber man bekommt hier ein sehr, sehr gutes Bild, was man aus der Wohnung unten machen kann. Also ich bin ja immer ein Fan von möblierten Wohnungen oder Häusern anzuschauen. Unmöbliert, ich bin nicht so kreativ, ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Aber das hier gefällt mir ganz, ganz gut. Und ja, und jetzt kommen wir zum Preis des guten Stücks. Diese Wohnung mit schon, wie gesagt, 52 Quadratmeter Wohnfläche plus 23 Quadratmeter Terrasse plus ein Parkplatz ist auch noch dabei, kostet aktuell 129.800 Euro im unmöblierten Zustand. Wie gesagt, wenn man das möblieren möchte, macht das auch die Firma noch dazu. Man kann selbst möblieren oder man lässt es eben die Firma machen. Und von dem her gesehen ist es ein, ja, ist ein Einsteigerpreis. Man hat, wie gesagt, nur ein Schlafzimmer, wenn man zu zweit ist, ist das mehr als genug. Ich denke, das kann auch eine sehr tolle Investmentimmobilie sein. Ich denke, speziell hier im Frühling bis Ende Herbst kann man das Ganze auch sehr, sehr gut über Airbnb vermieten, falls jemand quasi den Investmentfaktor hier ansieht. Ansonsten ist es auch hier wunderschön zu wohnen. Man hat es eine halbe Stunde bis Paphos. Also ist jetzt auch nicht so weit. Man ist zwar hier schon ein bisschen abgelegener, auf alle Fälle, aber dafür sind wir hier halt auch auf der Westseite. Wir haben hier ein richtig schönes Meer, also ein türkisblaues Meer. Man geht 2 Minuten zum Strand runter, ist wirklich Erholung pur. Und von dem her würde ich sagen, ein tolles erstes Apartment. Aber jetzt geht es weiter zu Station Nummer 2. Wir werden es ein bisschen absteppen, auch mit dem Preis. Und schauen, was wir in der nächsthöheren Kategorie hier in Paphos. Also ja, genau, es geht jetzt wieder zurück nach Paphos, was wir eben Paphos für die nächsthöhere Kategorie bekommen.
Wir sind nun angekommen bei unserer zweiten Immobilie und wie vorhin schon erwähnt, sind wir jetzt in Bafors, so knapp 5 bis 10 Minuten mit dem Auto entfernt vom Zentrum. Wo wir uns genau befinden, die Anlage hier nennt sich Venus Gardens. Das ist so eine Gated Community, eine Multikulti Community kann man sagen. Also hier leben Menschen aus der ganzen Welt, ob das jetzt Asiaten sind, Europäer, hier ist alles vertreten. Ist eine sehr, sehr schöne Anlage, ist aber auch noch nicht ganz fertig. Das heißt, den Bungalow, den wir euch jetzt gleich zeigen, der ist noch nicht zu 100% fertiggestellt. Das passiert alles in den nächsten Monaten, genauso wie einige Communities, Swimmingpools und so weiter, dass alles mitbenutzt werden kann. Das kommt hier auch noch her. Also wie gesagt, das ist alles noch neu. Der Bungalow selbst ist auch unmöbliert. Ich hoffe, wir haben dann noch die Chance, ein möbliertes Gegenstück zu sehen. Aber ich werde euch jetzt gar nicht mal lange auf die heiße Folter spannen. Wir gehen jetzt mal direkt rein und schauen, was wir hier für unser Geld bekommen. So, wir sind jetzt in dem Bungalow, wie man sieht, ummöbliert, ich habe es gerade schon gesagt, hier haben wir eine Küche, ist auch noch nicht ganz alles fertig, also wir haben hier noch keinen Kühlschrank, noch keinen Herd, das kommt dann auch noch in den nächsten Wochen dazu. Vielleicht ein paar Fakten zu diesem Haus, wir haben hier ein 3-Bedroom-Bungalow, kommt mir einfach nach. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Schlafzimmer hier an. Hier sind wir im sogenannten Master Bedroom. Wir haben hier eine schöne Aussicht direkt runter ans Meer. Und das Ganze ist ein Ensuite Bedroom. Das heißt, wir haben hier auch ein eigenes Badezimmer noch mit dabei, mit Toilette. Alles wunderschön und modern. Also man sieht hier schon, das ist von der Qualität her ein ganz anderes Level wie die erste Wohnung, die wir euch gezeigt haben. Wir haben ja auch noch einen Einbauschrank, finde ich ganz gut gelöst. Braucht man sich nicht selbst um einen Schrank kümmern. Also alles sehr schön modern, gut verarbeitet. Was man hier sieht, es sind noch keine Klimaanlagen eingebaut, die kommen aber noch. Also das ganze Haus hat einen elektronischen Thermostat. Man kann in jedem Zimmer die Temperatur einstellen, ist ziemlich cool. Dann gehen wir mal weiter, gehen wir ins zweite Schlafzimmer. Ist wie gesagt auch ein Ensuite Bedroom, ganz schön hier mit dem Eckfenster. Hat nur eine Dusche, also keine Badewanne wie der Master Bedroom, aber reicht auch vollkommen aus. Auch hier wieder Thermostat, Einbauschränke. Das war hier das zweite Zimmer und dann haben wir noch ein Schlafzimmer. Zimmer Nummer 3. Kann man glaube ich ganz gut als Office nutzen hier. Das hat hier kein eigenes Badezimmer, aber es gibt noch ein separates Badezimmer gleich draußen. Ich glaube, hier zu diesem Raum braucht man nicht viel sagen. Ist hier einer wie der andere, aber ist ganz nice, sehr, sehr gepflegt. Und dann haben wir hier noch ein kleines Bad, was man auch als Gäste-WC benutzen kann mit einer Dusche. Duschwand und so wird noch eingebaut. Also wie gesagt, es ist noch nicht alles ganz fertig. Und das Highlight, würde ich definitiv sagen, ist hier das schöne offene Wohnzimmer, die Wohnzimmer-Küchen-Kombination. Sehr, sehr offen gehalten alles, es kommt sehr viel Licht rein, das ist ganz, ganz wichtig. Also man hat hier einen schönen Meerblick und wenn wir uns jetzt dann einfach mal umdrehen, sehen wir, ja, wir haben vielleicht mit dem Auto keine 5 Minuten runter zum Meer. Ist eine relativ ruhige Gegend, aber dafür muss man auch hier ganz klar sagen, Preis-Leistung stimmen hier enorm. Also ich habe jetzt gerade noch mit unserem Freund, mit dem Odi, mit Malta gesprochen. Dieser Bungalow hier mit, wie gesagt, 3 Bedrooms, 150 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben hier noch einen Außenbereich, auch der Garten, der ist, wie man sieht, auch noch nicht ganz fertig. Also das wird nicht so braun bleiben. Da wird noch einen schönen Rasen gelegt und das alles verfeinert. Hier bist du dabei mit 460.000 Euro, was meiner Meinung nach ein relativ guter Preis ist für das, was du hier geboten bekommst. Das ist jetzt keine alte Anlage, es ist ein Erstbezug, ist in einer guten Gegend. Was will man eigentlich mehr? Also wir haben uns ja schon sehr viele Immobilien angeschaut, auch in der Lanaka-Region und so. Und was dort teilweise um 1 Million, 2 Millionen Euro verkauft wird, das ist, ja, ist ein Wahnsinn. Aber hier bekommt man noch was für sein Geld in Bafors. Und deswegen, wie wir auch schon in einigen unserer vorangehenden Videos gesagt haben, wenn wir uns was kaufen, wollen wir uns sicher in dieser Region hier
breit machen, weil auch die Natur und alles viel, viel schöner ist als in der Lanaka-Region. Und speziell jetzt hier im April, man sieht alles wunderschön grün. Es ist auch noch nicht so viel los hier. Also wirklich ein schöner, schöner Ort, um zu wohnen. Man hat hier eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Wir werden jetzt noch mal ganz kurz zum anderen Haus schauen. Das soll hier gleich in der Nähe sein. Da sieht man das Ganze dann noch auch möbliert, weil wie gesagt, hier das ist alles ummöbliert. Aber es gilt auch hier genau dasselbe wie bei der ersten Wohnung, die wir uns angeschaut haben. Wenn jemand zu faul ist, um selbst einzurichten, dann kann man hier auch noch ein Immobilienpaket kaufen für die ganze Wohnung. Also wie schon gesagt, ein Immobilienpaket habe ich gesagt, ich meine natürlich ein Möbelpaket. Und das Ganze fängt an bei 10.000, 15.000 Euro, hat aber nach oben hin keine Grenzen. Also man kann es sich wirklich einfach und sporadisch einrichten, aber auch wirklich luxuriös. Und das finde ich ganz, ganz cool gelöst, weil wir haben sie auch gerade hinter uns, Möbel einzukaufen für ein ganzes Haus. Das kann hier auf Zypern absolut ein Abenteuer werden. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt dann rüber ins andere Haus, ein paar Möbel an und dann geht es auch schon weiter zu Spot Nummer 3. Nach zweiminütiger Autofahrt sind wir hier bei der anderen Villa angekommen. Wir haben hier ein bisschen einen anderen Bauplan. Das erste war jetzt ein Bungalow. Hier haben wir ein Haus mit einem Stock. Aber wie gesagt, das ist eingerichtet. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze so aussehen könnte. Wir haben hier auch 3 Bedrooms, also 3 Schlafzimmer. 2 mit Ensuite, eines normal, also ziemlich gleich wie beim anderen Haus. Nur hier ist auch schon ein bisschen was an Möbel drinnen. Wir haben hier schon einen Kühlschrank, Waschmaschine, Ofen, alles eingebaut. Wir haben hier auch schon einen Esstisch, einen Couch, einen Fernseher. Ist jetzt noch nicht wohnlich eingerichtet. Wie gesagt, es ist noch keiner hier eingezogen. Was ich aber gehört habe, das Haus ist jetzt schon verkauft. Der Besitzer wird in den nächsten Wochen hier einziehen. Aber einfach nur, dass wir so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie das Ganze auch im möblierten Zustand so ausschauen kann. Auch wieder so ein Gemeinschaftspool. Also die sind hier überall in der Anlage verteilt. Da sind immer einige Mieter bzw. Besitzer hier auch die Pools nutzen können. Alright, lass uns mal schnell in den ersten Stock schauen. Wie es da oben aussieht. Oh, nee, hier haben wir noch ein kleines Zimmer. Ist ein bisschen kleiner als im anderen Haus. In Dubai würde man sagen, das ist ein Maid Room. Kann aber auch als Kinderzimmer oder als Büro sehr gut herhalten. Schon hier, das gefällt mir ganz gut mit den Gittern hier. Ist mal anders gelöst. Hier, wie gesagt, der erste Master Bedroom, ähnlich wie beim anderen Haus. Nur hier steht halt schon ein Bett drinnen. Klimaanlagen sind auch schon eingebaut. Wenn wir hier auf die Terrasse rausgehen, am Morgen wunderschöner Ausblick. Ist aber gar nicht so gut wie beim anderen. Beim anderen hatte ich halt so den direkten Meerblick. Hier habe ich ein paar Häuser vor mir. Deswegen so vom Gesamten her hat mir der Bungalow eigentlich besser gefallen. Aber ja, es ist Geschmackssache. Badezimmer, das ist jetzt ziemlich ident wie beim anderen. Und hier nochmal dasselbe Schlafzimmer, Einbauschränke, ein eigener Balkon, kostet ungefähr denselben Preis wie der Bungalow. Nur wie gesagt, das hier ist jetzt schon verkauft, aber es gibt hier in dieser Anlage noch das ein oder andere Haus, das noch nicht verkauft ist. Und dann würden wir schon zu Objekt Nummer 3 aufbrechen. Folgt mir. Angekommen bei Objekt Nummer 3, den sogenannten Belvedere Villas. Wir sind jetzt knapp 5 Minuten gefahren, also es ist nicht so weit weg. Wir werden auch die Gegend eh noch gleich sehen. Aber hier haben wir ein richtig tolles Haus. Man sieht es, glaube ich, schon. Das ist auch vom Budget her eine Nummer höher, aber ist ganz, ganz nice. Ist auf 3 Ebenen. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen, aber wir gehen einfach direkt mal rein und schauen, was es hier so noch Tolles gibt. Spaziert. Hier haben wir einen relativ coolen Aufbau, also auf 3 Ebenen, so die Mitteletage, wo man reingeht, ist dann auch das Wohnzimmer und die Küche. Wir haben dann noch 2 Schlafzimmer oben, wie mir gesagt wurde, 2 Schlafzimmer unten. Die werden wir uns gleich anschauen. Vielleicht gehen wir hier nochmal ganz kurz zur Küche. Ist auch noch nichts eingebaut, das ist ein First Sale, also ist ein Erstverkauf, das heißt, hier hat auch noch niemand drin gewohnt, ist noch nicht ganz fertiggestellt. Ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Aber man sieht hier schon von der Bauqualität, das ist eine
ganz andere Liga als das erste bzw. auch das zweite Objekt. Gehen wir mal auf die Terrasse raus, weil hier haben wir einen wunderschönen Ausblick. Schaut euch das an. Wir sind auch hier wieder 2 Minuten mit dem Auto vom Meer entfernt. Wir haben unten einen Supermarkt, den Lidl, wir haben eine internationale British School. Also für den das wichtig ist, Kinder können hier zu Fuß in die Schule gehen. Und obwohl man hier auch relativ zentral ist, ist es doch sehr ruhig. Also wir haben hier noch nicht so viele Leute und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rauf und dann gehen wir ganz runter nochmal. Schauen wir uns das mal an. Was man hier sagen muss, was schon ein richtiger Unterschied ist, wir haben hier richtig coole Fenster. Seht euch das mal an. Das gibt es sonst für weniger Geld, gibt es eigentlich nicht. Erinnert an Qualität in Österreich und Deutschland. Oder was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Badezimmer, Gäste-WC. Schön Licht durchflutet. Und das hier müsste dann der Master Bedroom sein. Auch hier wieder Einbauschränke, das kennen wir ja schon von der letzten Villa. Schöne Terrasse. Ist jetzt nochmal derselbe Ausblick wie von oben, aber es ist halt schön schön, wenn man hier zu so einer Kulisse aufwacht. Was hier auch auffällt, dass die Räume wesentlich höher sind als in den ersten beiden Objekten, also viel mehr Volumen, richtig schön. Ensuite, das ist das Master Bedroom, weil hier eine Badewanne auch drin ist. Klimaanlage sowieso. Im zweiten Bedroom ist eine Spur kleiner wie der erste. Hat aber auch Ensuite Bathroom, aber in dem Fall mit einer Dusche, keine Badewanne, also ist ein bisschen kleiner. Ist richtig nice, gefällt mir gut. Okay, kommt mir nach, gehen wir wieder runter. Was hier mal zu erwähnen ist, wenn jemand nicht gerne Treppen steigt, dann ist es vielleicht das Falsche. Lift gibt es hier keinen. Aber ist ja auch gesund. Von dem her passt das schon. So, jetzt sind wir im Erdgeschoss, im offiziellen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Storage Room, nichts Besonderes. Und hier auch wieder Bedroom. Schätze mal hier so 15 Quadratmeter. Klimaanlage wird hier noch eingebaut. Also hier sind schon alles vorbereitet. Einbauschränke, hier wieder ein schönes Badezimmer mit Badewanne. Also eh dasselbe wie oben. Und hier haben wir noch den vierten Bedroom. Mit dem Gäste-WC. Und hier gehen wir mal raus auf die Terrasse. Das ist natürlich schon wunderschön. Das heißt, wir haben ja im Prinzip 3 Terrassen. Wir haben eine hier, Erdgeschoss, Mittelgeschoss und im Obergeschoss. Was man hier dazu sagen kann, zu diesem Gebäude, es ist relativ wenig Grund dabei. Also das Gesamte hat knapp 380 Quadratmeter Grundfläche. Das Haus selbst hat knapp 240 Quadratmeter, also ist doch schon um einiges größer. Es ist halt in die Höhe gebaut, man hat drumherum nicht so viel Garten, was aber auch ein Vorteil sein kann, wenn man nicht gerne Gärten hat und viel im Garten arbeitet, dann hat man hier so gut wie nichts zu tun. Also mir gefällt es ganz, ganz gut, überhaupt hier die Nähe zum Meer. Also wie gesagt, eine sehr, sehr tolle Immobilie, auch hier wieder unmöbliert, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht was Möbliertes auch aufgegabelt hätten. Das heißt, wir gehen jetzt 2 Villas weiter, schauen uns das Ganze mal so ein bisschen im möblierten Stil an und dann verrate ich auch, was der Spaß hier kosten soll. Also wir kommen jetzt gerade hier von diesem Haus, gehen jetzt knapp 10, 20, 30 Meter weiter und sehen uns das andere Haus an, das jetzt nicht zum Verkauf steht, aber zumindest schon teilmöbliert ist, damit man ein bisschen Überblick bekommt. Und voilà, hereinspazieren. Hier sieht man schön, ganz schön, wie alles möbliert ist. Wir haben hier nicht eine High-Tier-Ausstattung, wie mir gesagt wurde, sondern so Mittel-Tier. Sieht relativ nice aus. Hier auch mit der Küche. Alles fix und fertig. Ich glaube, hier der Geschirrspüler fehlt noch.
Und genauso wie im anderen Haus haben wir hier einen richtig schönen, offenen Wohnbereich, wo man eine Terrasse eben aufmachen kann. Wir gehen jetzt mal ganz kurz raus. Und was wir euch vorher im anderen Haus nicht gezeigt haben, weil der Pool eben noch leer war, haben wir gesagt, machen wir das einfach. Hier ist 1:1 dasselbe. Ein wunderschöner Infinity Pool mit Blick aufs Meer. Also was willst du eigentlich mehr? Es ist wirklich ein Traum. Also, was kostet der ganze Spaß jetzt? Man hat gesehen, das ist qualitativ noch eine Stufe über unserer zweiten Immobilie, die wir uns angeschaut haben. So, also alles, was ihr hier gesehen habt, unmöbliert wohlgemerkt, kostet hier 1.070.000 Euro. Auch ganz, ganz wichtig zu wissen, das hier ist ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn man hier hast du 19% Mehrwertsteuer auf Zypern, aber wenn man hier das erste Mal ein Haus kauft, also nehmen wir an, ihr wandert nach Zypern aus, ihr kauft euch das erste Mal ein Haus, dann bekommt ihr einen Rabatt auf die Mehrwertsteuer. Das heißt, ihr bezahlt keine 19%, sondern nur 5% Mehrwertsteuer, was richtig cool ist. Das kenne ich so aus Österreich oder aus Deutschland nicht. Der einzige Haken in das Ganze hat, man darf das Haus dann für 10 Jahre offiziell nicht vermieten. Von dem her, ich würde sagen, es kostet Geld, ja, aber man sieht die Qualität, das ist schon noch eine ganz, ganz höhere Stufe. Und wenn ich mir anschaue, was du in den anderen Teilen von Zypern für 1 Million bekommst, dann ist das hier wirklich ein Schnapper. Wenn ihr im Generellen Fragen zum Thema Immobilien, ob das jetzt Kauf oder Miete auf Zypern habt, dann stellt uns diese Fragen gerne in den Kommentaren. Also wir sind dann eh so gut wie immer online und beantworten euch das Ganze. Und auch wenn ihr mal ein anderes Video wollt, im Sinne von, dass wir euch vielleicht mal 3 Immobilien zeigen mit verschiedenen Mietpreisen, Low-End, Mid-End, High-End, dann werden wir das natürlich auch gerne machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen nun zum Ende unseres Videos. Heute mal ein anderes Format. Heute habe ich mal mehr geredet, ansonsten ist immer die Christina vor der Kamera. Sie ist heute hinter der Kamera. So ein Rollenwechsel tut auch mal ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Glocke läuten nicht vergessen, damit ihr keines unserer zukünftigen Videos verpasst. In diesem Sinne alles Gute und bis nächste Woche.